Auf dem Freisinger Domberg haben hunderte Gläubige den Patron des Erzbistums München und Freising gefeiert, den heiligen Korbinian. Eingeleitet wurde das Fest mit einer Lichterprozession und einem ökumenischen Vespergottesdienst. Bei verschiedenen Workshops und Angeboten konnten sich die Besucher, insbesondere die Kinder, mit dem Leben des heiligen Korbinian beschäftigen. Höhepunkt war die Korbiniansvesper mit Reliquienprozession. Dabei segnete Kardinal Reinhard Marx traditionell die Kinder.